Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Prepper. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich würde sagen, wir kümmern uns heute ums Geld, denn damit können wir nämlich Benzinkanister kaufen und damit können wir mit dem Auto weiterfahren. Und was mir das bringt, keine Ahnung, werden wir auf jeden Fall dann feststellen. Aber ich gehe jetzt erstmal nach unten, um was zu essen. Und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob heute der Agent kommt oder ob der morgen erscheint. Da bin ich jetzt gerade so echt so hin und her gerissen. Können wir aber gerne nachgucken. So, wir sind vollgestopft bis oben hin. Strom haben wir auch noch genug, beziehungsweise Brennmaterial da drin. Dann haben wir hier, kommt nicht der Agent, nur der Briefträger ist vermisst. Sensationell, dann können wir ja auch nichts verkaufen und nichts kaufen. Das ist ja, na, ja prickelnd. Okay, das heißt, wir holen jetzt erstmal das Metall wieder ab, was ich wieder vergessen hatte. Jetzt klettert er hoch und runter und hoch und... Oh, wir können ernten. Einmal ernten. Einmal ernten. Nochmal ernten. Und nochmal ernten. Weil ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg wird das Auto sein. Ich bin mir da relativ sicher. Ja, ich hoffe. So, einmal Rübensamen. Also ja, ich habe natürlich kein Wasser. Vielleicht sollte man ja... ach, da habe ich auch kein Wasser. Okay, sensationell. Dann gehen wir nach oben. Agent kam heute nicht. Der kommt erst morgen. Dann nehmen wir ein bisschen Wasser mal mit. So, würde ich sagen, das ist in Ordnung. Dann gehen wir nach unten und was könnten wir denn? Ja, wir können jetzt eh nichts verkaufen, fällt mir gerade ein, stimmt. So, einmal Wasser. Achso, übrigens. Oh ne, ist das verdürrt worden? Ne, das hat man ja, ach, das hat man ja schon geerntet. Ich hatte jetzt in den Kommentaren gelesen, dass man angeblich die Granaten, die gar nichts bringen, zerlegen kann. Und das stimmt. Ja gut, in Salz und Stein. Ja gut, die anderen Granaten hätten vielleicht was anderes ergeben. Was können wir denn damit machen? Rauchgranate. Ja komm, die zerlegen wir wirklich. Also die brauchen wir absolut nicht erstmal. Und ein Messer zerlegen wir. Ne, das Material nehmen wir natürlich gerne an. Dann, wir haben 73 Gold. Wasser wollte ich eigentlich hier lassen. Habe ich irgendwie vergessen. Das sollte man vielleicht hier reintun. So. Und wir gucken natürlich jetzt auch gleich in die Mine, was das jetzt gebracht hat, dass wir da Benzinkanister eingefüllt haben. Ob wir damit jetzt Plus gemacht haben. Weil, sollte das so sein, können wir gut in Minenarbeit da investieren. Ich glaube, Stufe 3 hatten wir gesagt. Hatten wir, ne? So, das packen wir hier hin. Die Pilze packe ich mir hier hin. Genau, hier, da kommt das eklige Essen hin. Alte Zeitung, ja gut. Ich kann ja heute leider nichts machen, außer halt in die Mine gehen. Dann gehen wir jetzt mal schnell in die Mine. In die Mine, in die Mine. Ach so, ich wollte mir ja noch Klamotten herstellen. Stimmt, Stoff braucht man dafür. Keine Ahnung, wo wir Stoff herkriegen. Vielleicht ist es wirklich... Also ich hoffe jetzt einfach mal tatsächlich, dass wir hier plus minus null jetzt erstmal rausgehen. Vielleicht sogar mit plus. Das wäre natürlich sensationell. Sehen wir gleich. Und Stufe 4 Karte. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll, ne? Weil wir waren ja hier schon überall. Ist noch nicht... Okay, da ist noch was drin. Oh, Smaragd. Oh, Amethyst. Oh, Gold. Okay, wie viel hatten wir? 4, ne? Ich meine 4. Hm. Schade, dass der Briefträger jetzt nicht da ist. Weil dann könnten wir wirklich instant gucken, was wir an Plus gemacht haben oder an Minus, je nachdem. Aber das wäre natürlich sensationell. So, was braucht man noch? Joe, eine Folie. Wo kriege ich denn die Folie her? Bobs Brille. Flug untersuchen, repariere die Seilbahn Wald Level 4. Achso, wir müssen ja noch. Ah, wir müssen ja noch in Wald Level 4. Gut, jetzt erstmal die Edelsteine wegbringen hier. Ich würde sagen, die packen wir hier rein. So. Weil die verkaufen wir auf jeden Fall. Gold halte ich jetzt auch mal hier. Eisen. Ja, eigentlich müsste ich Eisen auch hier reinpacken. Warte mal, können wir schon ernten? Nee. Eigentlich müsste ich das Eisen ja auch, damit ich halt wirklich sehen kann, ah, ich habe so und so viel Gewinn oder Verlust gemacht. Aber wenn das so funktioniert, ne, dann das wäre schon echt geil.
Kann man irgendwas hier zerlegen? Wolfsfell, nee, ne? Was kann ich mit dem Wolfsfell machen, außer mir warme Kleidung herstellen? Was kann ich mir noch herstellen? Warme Kleidung, ja. Aber wie kann ich... Kann ich das trocknen? Man muss ja mal alles ausprobieren. Okay, Salz geht nicht. Wolfsfell geht auch nicht. Dann können wir wieder ausschalten. So. Weil, ach, was soll man da jetzt Strom ziehen, ne? Ist einfach so. Okay, Wasser ist auch noch nicht fertig. Boah, ich bin jetzt echt am Überlegen, auf einen Wald gehen. Ist halt natürlich jetzt suboptimal, dass der Briefträger heute und morgen ausfällt. Damit wir sehen können, aha, wir haben so viel Minus oder so viel Plus gemacht. Nickerchen. Und übermorgen kommt der Agent. Warte mal, ich schau mal ganz kurz nach. Ich will ja irgendwas heute geregelt kriegen. Pass auf. Dann nehmen wir das und das mit. Haben wir auf jeden Fall zu essen. So. Und dann gehen wir im Wald. Wir gehen in den... obwohl, warte mal. Da hatten wir schon alles, ne? Plastik brauchen wir. Schrottplatz, alte Bachmine. Boah, jetzt bin ich ein bisschen gefangen heute. Ich kann hier auch nichts machen, ne? Tatsächlich, Joe ist nur abends da. Oh, Joe ist nur abends da. Oh, benutzen. Dann warten wir, schlagen wir jetzt die Zeit tot bis abends. Dann kochen wir jetzt noch was. Oh, ne. Hi. Zucker. Oh, ja, Zucker haben wir. Jo, kein Problem. Bleib bloß da, Flamingo. Bleib bloß da. Ich hoffe, dass die jetzt diesmal was anderes sagt, außer Danke. Vielleicht hat die was für uns. Wie letztes Mal. Danke, Nachbar. Na, das war's. Okay, Flamingo, ciao. Die gibt uns wieder nichts. Obwohl, könnte sein, dass sie das wirklich macht wie beim letzten Mal, dass sie das später uns gibt. Alter, wie viel Salz haben wir? 20? Salz war auch genau im Bergwerk. Oh, Salz war auch im Bergwerk. Ha, ha, ha. Wir haben auch noch Stein, Plastik. Plastik, ja, Plastik können wir halt... Wir gucken mal, was wir von dem kaufen können gleich. Wir kochen uns jetzt erstmal was. Und zwar Rübensuppe. So. Dann kochen wir uns dreimal Rübensuppe. Äppela. So. Tun wir dann im Kühlschrank. Und dann müsste eigentlich schon fast Zeit sein... Zeit sein, um den Joe zu treffen, ne? Wenn ich mich jetzt nicht vertue. So, Essen, die Dose nehmen wir mal mit. Ich glaube, die wird ja nicht schlecht. Und jetzt gucken wir mal, ob Joe schon da ist. Weil ich weiß nicht, wie spät der kommt. Der ist ja auch auf Maloche. Okay, Joe ist noch nicht da. Dann gucken wir mal beim... Hey, Fragen? Warte mal, was heißt Fragen? Da kommt Joe. Ja, das hat mir jetzt echt viel geholfen, dass der Text da durchs... Prima. Okay. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Danke. So, Fragen? Ah, Erinnerung, das ist einer Studebaker Silver. Genau, den hatte ich in meiner Gegend. Sonnenuntergängen, bergab, bla bla bla. Okay. Mag der Hund uns oder nicht? Reden. Knurr. Oh, können wir dem Fleisch geben? Warte mal. Haben wir Fleisch? Nutzen. Hunde mögen Fleisch. Vielleicht
ist der dann noch netter und gibt uns seinen Knochen oder sowas. So, einmal Wasser abholen. Wenn wir überhaupt Fleisch haben. Jo, Hammer. Geilo. So, dann geben wir jetzt erstmal ihm das Fleisch. Und dann handeln wir. Wir können leider jetzt nur kaufen und nichts verkaufen. Fragen. Hey, was ist, guter Junge? Schaut verdächtig. Aber keine Sorge, er ist ein guter, freundlicher Hund. Er sieht stark und klug aus, hilft bei der Arbeit. Er Ungeziefer und seltsame Wanderer ab, die sich in der Gegend verhalten. Okay. Sind ungefähr 10 Jahre hier, gefunden habe. Komisch, oder? Ja, ist ja schon komisch. Hm, ich auch nicht, glücklicherweise. Blablabla, wuff. Okay, wir fragen den auf jeden Fall nicht mehr. Kann ich denen das so geben? Also, was stand da? Die Wüste ist dafür kein geeigneter Ort. Oh, krass. Okay. Hallo, Mr. Prepper. Materialien. Was will der denn haben? Ach, Brille, ne? Nee, Folie. Handeln. So. Was haben wir denn da? Oh. Wir könnten auf jeden Fall 5 Stück wieder kaufen. Und verkaufen können wir Spitzhacke, Messer, Schrott. Schrott? Und Computer. Ja, theoretisch könnten wir eine Spitzhacke herstellen. Dafür kriegen wir sehr viel Geld. Du hast es aber echt gemütlich hier, also wirklich. Fahren. Hm. Ich würde tatsächlich warten, bis wir hier sind, ne? Warte mal. Wir können ja mal gucken. Wir können ja eh nichts kaufen. Ach. Ja, ja, bla bla bla. So. Aha. Ich wollte handeln. Ach, verkauft. Okay. Schade. Ich hätte jetzt gerne noch 2 Stück gekauft. Hm, Mist. So, wir gehen jetzt einmal zu Hause. Boah, dann braucht man $200. Oh, achso. Oh, die sind auch noch voll. So, Wasser, Wasser, Wasser. Guck mal hier rein natürlich. Schwupp. Ist noch nicht fertig da unten. Das hier könnte wahrscheinlich, aber das machen wir dann, wenn wir geschlafen haben, mit dem Messer. Da darfst du dich nicht umdrehen. Du musst das echt festhalten oder irgendwo hinlegen. Aber der schläft damit. Also der ist eine coole Socke. Der traut sich alles. Okay. So. Stark, ich wollte gerade Level sagen. Stark 18. Ja, heute ist der Briefträger immer noch vermisst. Es kommt wieder. Upsi. Ah ne, kommt nicht. Schade. Oh, wir müssen Holz nachfüllen. Oh. Aber wir können theoretisch. Wir müssen jetzt bis Joe warten, ne? Bis er wieder da ist. So, einmal auffüllen. Oh, warte, warte, warte. Ich weiß nicht, den Samen, den könnten wir eigentlich auch verkaufen, ne? Theoretisch könnten wir den verkaufen. Hm. Also den wir nicht brauchen, erstmal. Weil den können wir ja immer wieder neu kaufen, wenn wir wollen. Ein Wasser fehlt mir, ne? Ja, ein Wasser fehlt mir natürlich. So, das heißt, ein Wasser. Bessern, ernten. Oh, wir können ernten. Bewässern, bewässern, bewässern. Okay. Dann haben wir wieder Guarana-Pflanzen. Damit wir Geld kriegen. Die packe ich nämlich auch direkt hier rein, bei den Pilzen. Oh. Da haben wir das verdorrte Essen.
So, dann kochen wir uns schnell. Ne, wir essen jetzt erstmal was. Das packen wir uns mal wieder rein. Fleisch braucht er ja anscheinend nicht. Warum auch immer, er will kein Fleisch will. So, wir haben... Ach, Karottensamen habe ich jetzt wieder mitgenommen. Ich Vollhorst. Ich hätte das da lassen können. Weil ich denke, 16 oder 17 Uhr kommt er jetzt. Spät war das? 17 Uhr meine ich, ne? Okay, pass auf. 17 Uhr können wir noch mal was kaufen. Oder wir stellen uns eine Spitzhacke her. Kaufen die. Ich kann nur zwei herstellen. Oh, reicht ja. Gibt ja $40. Mit Spitzhacken werden wir jetzt richtig reich. So, jetzt gehen wir in die Mine. Ja, könnten wir schon ernten, könnten wir ernten. Aber ist egal. Wir gehen jetzt erstmal in die Mine. Gucken wir mal weiter, was da war. Alte Bachmine. Alte Bachmine. Alte Bachmine. Boah, freue ich mich, wenn der Briefträger wieder da ist, ne? Ich denke mal auch, umso mehr Etagen man tiefer kommt, umso mehr erwirtschaftet man hier. Heidewitzka. Heidewitzka. Ja, theoretisch könnten wir das hier wieder auffüllen. So. Ja, eigentlich war dumm. Theoretisch war es dumm. Ja. So. Weil wir haben jetzt zwei Benzinkanister abgegeben. Drei Benzinkanister abgegeben. Aber andersrum. Ich glaube, Gold kauft er ja auch. Könnte man zur Not auch ihn verkaufen. Ja. Okay, wir können ernten. Können aber auch erstmal die Edelsteine wieder hier reinpacken. So. Die Ausbeute und Salz. Darf man ja nicht vergessen, ne? Salz kriegen wir auch ohne Ende daraus. Heißt, das müssen wir auch noch on top draufschreiben. Ja, lauf am besten noch langsamer. Ernten. Ernten. Nee, nichts bewässern. Eigentlich sollte es fertig sein. Was kostet nochmal die Verbesserung? Warte mal, müssen wir mal schauen. Was kostet die Verbesserung? Schalter. Platziert ihn in einem Raum, um alles in ihm an- oder auszumachen. Sehr gut für Energieverwaltung. Da. Glas und Erde. Pass auf, dann würde ich mir gerne zwei herstellen. Hallo? Hallo? So. Zwei herstellen für die Guarana-Räume. Das kann nämlich nicht schaden. So. Weil dann die wachsen schneller. Dadurch kriegen wir wieder schneller Geld. Und verbrauchen auch weniger Wasser. Ah, jetzt habe ich die Farbe wieder geändert. Einmal durchklicken. So. Und einmal... Ah ne, hier oben war das. Verbessern. Und... Verbessern. Kann ich mal noch nicht an. Bringt nichts, das Zeug. Verbesserung bringt gar nichts. Ich glaube, dass wir echt Plus machen. Guck mal, was wir da rausgeholt haben an Edelsteinen. Plus das Salz. Könnten wir sogar fast mit Plus rausgehen, glaube ich. So, jetzt essen wir eine Suppe. Die Guarana-Pflanzen packen wir hier rein. Nee, Quatsch. Hier rein. $15 wieder. Dann macht man die Kirchen. Bis 16:30 ungefähr. Ich denke mal, das ist auch jetzt fertig. Bis 16:30 ungefähr, weil... Na, 17... Komm, wir schlafen bis 17. Dann sind wir komplett ausgeruht. Weil dann kommt nämlich der Joe wieder. Oh, Wasser ist da. Bis wir da sind, ist 17 Uhr.
So, einmal Wasser hinpacken. Dann Flotti Karotti, es fängt gleich an zu regnen, aber nur hier wieder. Heißt, gehen wir schon zum Schrottplatz? Oh, oh, oh. Joe ist da. Hallo. Nee. Huh. Handeln. Ich hätte beinahe was Fatales gemacht. Verkaufen. Der will gar keine Spitzhacke mehr haben. Oh, Mann. Okay, der will zwei... Ja, ich würde gerne die Spitzhacke verkaufen. Telefon, jetzt will er sowas haben. Munition. Na, ich habe das falsche Pferd gesetzt. Ah, ärgerlich. Echt ärgerlich. Warum will der denn jetzt keine Spitzhacke mehr haben? Die ganze Zeit wollte er welche. Jetzt habe ich da extra zwei Stück hergestellt. Weil... Ich kann natürlich auch das Messer verkaufen für zwei Metall, aber für zwei Holz mehr bekomme ich $8 mehr. Also ist das eigentlich sehr, sehr viel besser, wenn wir das so machen würden. Ah! Morgen kommt der Agent. Aber der Postbote ist wieder da. Da kann ich noch nicht ernten. Haben wir eigentlich noch genug? Spitzhacke, Spitzhacke, Spitzhacke. Das nervt mich jetzt gerade, ne? Dass wir Spitzhacke hergestellt haben. Oh. Da waren wir richtig dumm. Okay, pass auf. Wir nehmen uns schon mal die Eimer. Einmal nehmen. Weil das ist sehr verdächtig, wenn da auf einmal... Ja, obwohl, ich dürfte theoretisch und praktisch gesehen zwei Eimer da stehen haben. Weil da steht sichere Menge 0 bis 2. Aber ich gehe natürlich auf 100%ige Sicherheit, denn ich möchte gerne diese 0% wieder kriegen. Weil dann kommt er ein bisschen später und dann bringt das ein bisschen mehr für uns. So, dann packen wir nämlich hier die Eimer hin. Ja, Wolfsfell, boah. Ja, keine Ahnung. Ich würde halt gerne gucken, was wir jetzt an... Können wir jetzt endlich ernten? Jawohl, wir können endlich ernten. Gleich ist 8 Uhr. Heißt, wir können schlafen gehen. Die zwei Tage haben wir jetzt nicht unbedingt gewastet, weil wir haben jetzt wieder einiges in Erfahrung bringen können. Obwohl, bevor wir schlafen gehen, würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Mine. Gucken nochmal, was wir da so finden. Da kannst du ein bisschen... Da sind gar keine Leute drin, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Krass. Und die Bundesregierung hat das jetzt erst beschlossen bei uns. Guck mal, wie weit wir hinterherhinken. So, wir dürfen einmal runter. Ich gehe jetzt extra heute nochmal runter oder beziehungsweise kurz vorm Schlafen gehen, damit wir dann Pi mal Daumen festgestellt haben, was wir mit 4 Kanister rausholen. Das Salz packe ich jetzt auch dabei. Müsste ich eigentlich nicht. Oder beziehungsweise, ne? Wir haben ja, also wenn wir jetzt sagen, komm... Das ist aber ein Teil noch vom 5. Kanister, den wir ja später eingefüllt haben. Dann sagen wir, ist ein Ausgleich, weil Salz packe ich jetzt, das Salz packe ich jetzt in den Verkauf. Und das Salz, was wir vorher geholt haben, das packe ich dann nicht in den Verkauf. Oder beziehungsweise beim ersten Mal abgeholt haben, packe ich nicht in den Verkauf. Ne? Ungefähr, glaube ich, kann man das so ein... Habe ich das so auf einiger Verständnis rübergebracht? Ja, ich denke, ne? Also ich habe ja hier Salz reingepackt und hier nochmal Salz reingepackt. Und das Salz würde ich dann auch hier drin lassen und würde halt dann nur das hier verkaufen beispielsweise. So, hier packen wir nochmal das rein. Agent kommt heute. Ist eigentlich alles gut vorbereitet. Dann können wir morgen nochmal früh ernten. Alles tutti frutti. Und morgen hoffe ich einfach mal, dass der wieder Spitzhacken kauft. So, einmal schlafen. Schön mit dem Messer unter der Wange. Mm. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.